Hallo meine Freunde, Sauk hier mit der Let's Play Pokémon Y. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben und ich habe ein wenig trainiert und ich habe was dabei. Ich habe ein Evoli gefangen, das ein Item trägt. Was trägst du denn ein Item? Du trägst das Münzamulett. Warum trägst du das Münzamulett? Genau, weil ich es an die erste Spitze setzen wollte. Genau deshalb wollte ich das so. Es hat zwar ein leicht dämliches Wesen für das, was ich vorhabe. Weil ich war seit der letzten Folge auch nochmal zurückgelaufen. Ja, ich bin zurückgelaufen. Erinnert ihr euch noch an den Steinladen? Ich bin nochmal zurückgelaufen und habe mir was geholt, denn dieses Evoli wird zu einem Aquaner. Dann habe ich nämlich mein Wasser-Pokémon und das Fossilien-Pokémon. Habe ich rausgenommen, aber Evoli wird sich jetzt weiterentwickeln. Nano, Evoli entwickelt sich. Yes. Und nein, ich möchte nicht das neue Feentyp-Pokémon. Aber ich weiß, wo es Evolis gibt. Nämlich da oben auf der Route. Da habe ich es mir nämlich gefangen. Also ich ein bisschen, eigentlich nur ein bisschen trainieren wollte und gucken, was es halt da so gibt. Yes. Aquana. Da. Sehr schön. Auch auf Level. Okay. Auf Level 20 also schon. Why not? Das behältst du erstmal. Ja. Wie viel Stärke hat Auch 65. Und eventuell wird Angriff gesenkt. Da machen wir doch einfach mal. So, den Ruckzuck weg. So. Weil du lernst irgendwann auch noch Surfer, weil ich glaube, das würden wir brauchen. Und Aquana kann, soweit ich weiß, Surfer. Wenn ich es nur richtig im Kopf habe. Richtig. Und außerdem habe ich jetzt ein Wasser-Pokémon. Was ich sehr gut finde, dass zwar noch keine Wasserattacken beherrscht, aber ich habe ein Wasser-Pokémon. Und ich habe die Schnelltasten gefunden. Also die Schnelltasten kann man vier Sachen legen. Ich habe jetzt mal die Angel auch drauf gelegt. Kaffee, nee, komm, wir fahren weiter. Wir fahren auf Route 10. Weiter. Guten Tag. Da muss ein Item. Wir gehen erstmal mit den Rollerblades weiter. Eine Hirntafel. Ja, Routena. Voll. Das ist doch was für Routena. Hirntafel verstärkt den physischen Angriff um 20%. Den Psychoangriff um 20%. Kriegt Routena die erstmal, damit der Psychstreit etwas stärker wird. So. Krass. Massenkämpfe. Nicht gut. Eine Gruppe von Nasgenäht. Natürlich. Aquana. Nein. Nein. Ja, und ich hatte es schon ein paar Mal im Kampf. Ach nee, ich hatte es dabei, deshalb hat es Erfahrungspunkte gekriegt. Weil der IP-Teiler und so. X-Treffer, ich sollte den ganzen Kram mal verkaufen. So, ich finde es übrigens lustig, was für Designs die anderen Leute haben, die gerade spielen, weil ich habe mal das Internet aktiviert, um zu gucken. Vielleicht kommt da irgendwas Interessantes bei raus. So. Hallo, du. Aurora-Strahl. Bombs. Schlecker. Okay, Jesus. Aurora-Strahl. Das macht gut Schaden. Kann ich die aber besiegen. Der Snubbel-Viecher. Da hat mein... Wie heißt es nochmal? Ich habe den... Ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen. Grammokles. So rum. Da hat mein Grammokles ganz schön dran geknabbert an den Viechern. So. Snubbel wurde besiegt. Das andere kriegt auch Erfahrung. So. What? Team Flair. Na gut, dich kenne ich doch. Nur, dass du es weißt. Diese Steine... Was? Diese Steine haben es in sich. Diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich... was sind denn eigentlich... Was sind sie denn eigentlich genau? Ach, vergiss es einfach. Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegte Rache an dir. Team Flair, again.
Jo. Zeig mal, was du drauf hast. Ein Hundesau. Hallo, Aquana. Jo. Du kannst leider noch keine Wasser... Aber ich, Moment, hab ich nicht... ich muss gleich mal gucken, ob ich eine Wasser-TM eventuell... Das war übrigens dumm, weil das ist nicht sehr effektiv. Ja. Schniffler. Oh yeah. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr... Ja, Aquana, du bist total die miese Wahl, weil du keine Wasserattacken beherrschst. Gamukless ist auch ungünstig. Rutina hat noch nicht den... Pikachu ist eigentlich die beste Wahl tatsächlich. Los, komm zurück. Go, Pikachu! Oh yeah. Go, Pikachu! Hey, was hat diese Runde jetzt gebracht? Eigentlich nix. Okay, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Aber ich habe den Beulenhelm. Ich wollte nicht an den Beutel. Ich hab gesagt, ich habe den Beulen. Was war das gerade, was Pikachu gemacht hat? Elektroball. Bombs. Wieder Brüller. Er kommt jetzt. Rutena. Okay. Rutena. Bombs. Yo. Geht schon klar. Aquana reicht Level 21. Sehr schön. So. Golbat. Nö, da wechseln wir nicht mal. Golbat. Psystrahl. Roms. Ist effektiv. Bies. Ja, ist gut. Schon verstanden. Nitro-Ladung. Roms. Und Volltreffer. Sehr schön. So, Gamukless erreicht Level 25. Wann entwickelt sich das eigentlich weiter? Ich meine, ich habe rausgekriegt, dass es sich zu seiner letzten Entwicklung zum, mit dem Finsterstein nur entwickelt. Das habe ich rausgekriegt, weil ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, weil ich möchte nicht ganz so blind. Hoppla, in der Jagd die nächste. Man könnte glatt meinen, da sei kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Yay. Also ich habe mal nachgeguckt, zu was es sich entwickelt und wie es sich entwickelt. Also ich level nur einmal durch Stein. Aber schauen wir mal. Tja. Roger, wird erledigt. Der Hololog ist schon ein tolles Maschine. Mit diesem Ding kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Man kann das auch mit dem Telefon machen, aber egal. Der Erfinder des Hologs war sicher selbst ein sehr gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt mal ganz gepflegt die Flatter. Okay. Ist in Ordnung. Yays. Schauen wir mal, was gibt's hier eigentlich noch so. Ich habe Evoli getroffen. Okay, hier gibt's Golbit. Why not? Why not? Ich glaube auch Geist-Stahl-Pokémon. Oder war es irgendwie anders? Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall gerade ganz schön Schaden gefressen und ich will es nicht haben. Eigentlich noch ein vernünftiges Flug-Pokémon. Ich meine, ich habe mit der Glurak, weil ich werde Dings nicht austauschen. Nur soll ich Glurak Fliegenbein bringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Also ich finde irgendwas Cooles. Ich weiß noch nicht, was. Oder ich mache mir einfach eine Flugschlampe. Das ginge natürlich auch. Eine Flugschlampe. Das überlege ich mir noch. Aurora-Strahl. Und ich wollte nassen, ob ich noch eine Wasser-Tam habe. Yays. So. Weg. So. Dann gucke ich da mal kurz nach. Endlich, ob ich auch eine Wasser-TM habe. So. Aquana braucht noch ein paar Level eigentlich. Machen wir hier die Trainer jetzt gleich noch auf jeden Fall. TM. Novata.
No water. No water for me. Ich wette, ich hätte schon irgendwo eine sammeln können, bin dran, voll dran vorbeigelaufen. Ist da oben noch jemand von Team Flair? Da ist auf jeden Fall irgendwas Rotes. Ja, egal. Ah. Ich mag dieses Viech übrigens nicht. Simvolara. Okay. Ein Volltreffer. Aurora-Strahl. Yes. Das Ganze nochmal. Ja, ähnliche Initiative-Werte. Sehr schön. Geh weg. So. Routine erreicht aber die 27. Beschwörung. Was war Beschwörung nochmal? Die Attacke habe ich schon mal gehört, aber ich weiß sie gar nicht. Aber sie haben schon mal vor der verhindert. Achso, das war das. Nö. Brauche ich jetzt. Nein. Nicht erlernen. Ja, danke. Ich will endlich einen Attackenverlerner finden. Stand da irgendwas hier Koreanisches. Und warte, ich kann noch die Tränke nutzen. Ich habe noch 10 Stück von. Nups. So, das sollte so bleiben einfach. So, gehen wir mal hoch. Dann habe ich das einfach gekonnt, erstmal gedreht. Oh, ein Donnerstein. Sehr gut. Dann kann ich Pikachu auch mal entwickeln. Das ist sehr schön. Hey du. Schon wieder ein Psycho. Okay. Ich spüre die Energie der Steine, wie ich das dort richtig gelesen habe. Ein Mediti. Mediti. Yay, du bist Aquana. So. Sind auch einigermaßen levelgerecht jetzt hier wieder. Scanner. Blödes Mistding. Ist mein Aurora-Strahl verbraten. So. Zum. Nochmal das Ganze. So, wunderschön. Mediti gibt. Hoffentlich viele Erfahrungspunkte. 200 reicht für den Level Up. Sehr schön. More KP. Spezialangriff, Spezialverteidigung und Angriff steigen. Ja, das gefällt mir doch einigermaßen. Text erreicht Level 27. Why not? Ich kann schon Level 26. Aufstiegception Slam. Slam hat eine Treffergenauigkeit von 75. Ah! Ruckzuckieb, Erststartgarantie. Ich behalte lieber den Ruckzuckieb. Obwohl. Nee, ich behalte ihn erstmal. Ich guck mal vielleicht irgendwann anders. Ein Eisenschweif oder sowas für Pikachu. Ist Kirlia. Oh, kannst weiterkämpfen. Kirlia. Ich hab gern eins. Ja, hat 2 Euro Absorber, dann kopier du den mal. Das soll mir relativ egal sein. Ich setze Bies ein. So. Wunderschön. Nochmal das Ganze. Das waren gratis Erfahrungspunkte quasi. Und zwar viele. Wow. Ich wurde besiegt. Wunderbar. Sehr schön. Hey du. Je weiter man sich Krummel-Xa nähert, desto dichter stehen die Felsen beieinander. Hey, einer vom Tiefenlayer, der mich vorher irgendwie komisch anguckt. Erwachsene arbeiten, haben Knirps wie du nichts verloren. Der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Auch wenn ich die Kampfmusik voll mag. Zwar nicht ganz so gut wie das Arena-Alter-Team, aber sehr gut. Das ist übrigens nicht sehr gut. Das wollen wir doch mal kurz ändern. Garmokles. Komm zurück. Warum hat Garmokles Schaden? Bin ich blöd? Ich habe nicht geheilt. Ah, ich bin eine Intelligenzbestie. Ich habe nicht geheilt vor der Aufnahme. Egal. Das ist schlimm. Da fehlt nicht viel. Schattenstoß. Ah, hoffentlich hat das keine Statik. Fällt mir gerade mal so ein.
Ja, oder? Obwohl, ist ja egal, Garmok, das hat ja eh ausschließlich physische Attacken. Hm. Schattenstoß. So. Guck mal mit den extrem geilen Werten hier. Glibunkel. Nein, kann bleiben. Glibunkel macht zwar auch Kampf-Pokémon sein, aber Kampfattacken wirken ja nicht gegen Garmokless. So. Verhöhner. Hey, ich kann nur Angriffsattacken nutzen. Schattenstoß. Bombs. Der haut richtig rein, Garmokless. Das ist heftig. Das ist echt hart. Ich habe die Faxen. Die Faxendicke. So kann ich nicht arbeiten. Yes. Irgendwie brauche ich noch eine neue Tasche, die ein bisschen besser zum Grün passt. Das beißt sich so ein klein wenig. Das ist noch einer vom Team. Vielleicht, was machst du hier? Toll, was unsere Vorfahren hier geleistet haben. Oder war das am Ende das Werk der von Pokémon? Keine Ahnung. Was fragst du mich das? Ich bin ein kleiner Junge. Achso, da kann ich nicht hoch. Okay. Hallo, du. Du erforschst die Steine und ich erforsche deine Kampftechnik. Okay. Mach du das mal. Teamflayer Rüpel. Oder Rüpelin? Man weiß es nicht. Ein Schluckpuck. Yes. Ja, und auch nochmal ein Aurora-Strahl. Dürfte so ziemlich die stärkste Attacke sein, die ich aktuell habe. Warum Giftwolke? Ich mag die Attacke nicht. Weil sie instant vergiftet. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Sternenschauer. Dann treffe ich wenigstens. Bombs. Oh, das geht. Ja, und ich würde mal sagen, mit Stern. Nee, ich mache mit Biss weiter. Biss ist auf jeden Fall eine physische Attacke und ich habe die Chance, dass das Viech zurückschickt. Oder stirbt. Ich hätte auch Heilung benutzen können, ne? Heilung, Schaden. Heilung, Heil. Vergiftung? Moment. Ich guck kurz nach. Ich bin mir gerade nicht sicher und ich möchte nicht, dass ich eine Attacke verschwende. Vergiftung, Paralyse, Verbrennen. Okay. Also alles außer Schlaf. Ist okay. Heilung. Wie auch immer das funktioniert, dass du plötzlich nicht mehr vergiftet bist. Amnesie. So. Bissattacke. Roms, Roms. So. Sehr schön. So. Meine neuesten Forschungen bescheinigen dir einen. Was? Astreine, eine astreine Technik. Meine Herren. Was ist los? Kohle ohne Ende. Mein Gott, das Spiel ist echt einsteigerfreundlich. Ich sag's nochmal. Es ist echt hart. Wenn ich da so an die erste Gen zurückdenke, wie heftig das war und man ich da beim ersten Durchspielen auch wirklich Geldprobleme hatte. Ich einfach Tränke ohne Ende mal gekauft habe. Beim ersten Mal durchspielen wohlgemerkt, nicht später, weil inzwischen ist die erste Gen. Bitte Baller. Hallo. Vor Sehenswürdigkeiten zu kämpfen, kann sich auch als schöne Urlaubserinnerung entpuppen. Okay. Ist okay. Ach Gott. So fett sieht dein Sprite nicht mal aus. Ein Drifton. Das ist gut. Du hast ein Geistflug-Pokémon. Das finde ich ganz grandios. Roms. Und tschüss. Okay. Das war jetzt nicht Level 23 endlich. Es holt auf. Wow. Das Werte. Und Pachirisu möchte ich gerne wegschellen. Pachirisu ist fies. Glutexo.
Los, Glutexo. Glutexo, Glutexo. Sehr schön. So. Glutattacke. Und Ausdauer. Okay, ich glaube zwar nicht, dass Glut dich jetzt instant killen wird. Wie viel macht Drachenwut? Drachenwut. Ja. Okay. Yes. Butanamas. Da wechseln wir wieder zu Aquana. Gegen Butanamas hätte ich echt zu kämpfen gehabt, wenn ich Aquana jetzt nicht dabei hätte. Die Fug. Ein weibliches diesmal. Mit Sandsturm. Drecksviech. Aurora-Strahl. So. Das war's mit dir. Und Kamuklasse reicht Level 26, wunderbar. Heimzahlung. Muss ich gucken. Heimzahlung, einmal im Drache für den bisherigen Besiegsstreiter wurde in der folgenden Runde ein Mitstreiter besiegt. Schlechte Kraft. Physisch 70 Schaden standardmäßig. Würde ich ja jetzt gerne Zerschneider für vergessen lassen. Nein. Okay. So. Ich muss den Zerschneider echt vergessen lassen. Versehensfähigkeit zu verlieren kann. Das kann sich als lebenslanges Trauma einpuppen. Okay. Und tierisch viel Kohle. Ganz ehrlich, der Sprite von dir sieht gar nicht so aus. Oh, doch ein bisschen. Was hat sie gesagt? Was war das? Auch Steinreihe. Orca. Und nächste Stadt. Krumlexia. Sehr schön. Kann ich mich heilen. So. Da. Lati Tatam. Tom. So, 5 Pokémon. Heilt. Komm, jederzeit wieder vorbei. Sums und da lädt einmal kurz Dingens neu. Hypertränke kann ich jetzt kaufen. Ich kann auch Beleber kaufen. Können wir mal 5 Stück von mitnehmen. Superschutz. Habe ich glaube ich so noch ein paar, ne? Habe ich noch 4 Stück. Ist das toll, wenn man eine neue Stadt betritt und es lädt erstmal die Liste unten neu. Meine Herren. Theoretisch könnte ich die O-Kräfte jetzt auch irgendwie aktivieren. Da möchte ich ran. Oh. Schon wieder einer. Krumlexia, die Stadt der Steine. Okay. So, holen wir uns erstmal das Item da unten. Pudersand. Yes. So. Hoppala. Wollte zwar nicht rein, aber. Du siehst wichtig aus. Wenn wir schon so lange. Sie kennt ein ewig Tantral. Ja, schon. Hallo, fremde Person, die einfach in mein Haus eindringt. Hier hast du einen Ewigstein. Ja, wenn man ihnen einen Feuer- oder Wasserstein zum Tragen gibt. Zum Tragen? Okay. Und tschüss. So. Mal nochmal schauen. Wo ist der Team Flair-Typ? Hab ich den jetzt. Der war doch gerade hier oben. Hab ich den jetzt weggebuggt? Das wäre ja unerhört, wenn ein Pokémon-Spieler einen Bug hätte. Jetzt spitz mal deine Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes wie wir mit dem Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht der Erde in den Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davon tragen. Okay. Wo kommst du? Hast du Team Flair gesehen, Sarok? Ja. Ja, schon, aber. Aber was? Also ist der Rüpel nicht hier, ja? Der Schuft kann ja sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter. Bei Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Schön, dass du einfach so random hier mal auftauchst. So, okay, es war so richtig da rumzugehen. Was ist das?
Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. Etwa die Mega-Entwicklung? Was ich nicht mehr interessant finden würde. So, dann wollen wir doch einfach mal darüber. Ich finde es übrigens interessant, wie wir hier über Gras einfach mal fahren können. Was? Der ist doch hier lang gegangen. What the fuck? Muss hier unten doch weiter. Lucario, what? Hey. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Lucario, ich habe ein Pokémon, das Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Ja. Sei so gut und das mir gefallen. Lucario mal 2 und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefasst hat, oder? Keine Ahnung. Okay, hast du mal der Conny. Random Arena, Alter, Peters. What the fuck? Aber dies machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Ich bin Sarok, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Y. Ciao, Leute.